Der ehemalige Finanzchef der Trump-Organisation, Alan Weisselberg, hat vor einem New Yorker Gericht zugegeben, mit dem Unternehmen Steuern hinterzogen zu haben. Der 75-Jährige bekannte sich in 15 Anklagepunkten schuldig, darunter des schweren Diebstahls und der Fälschung von Geschäftsunterlagen. Die Ermittlungen richteten sich nicht gegen Donald Trump selbst. Weisselberg muss umgerechnet knapp 2 Millionen Euro Strafe zahlen und 5 Monate in Haft.